Hallo aus Heidelberg. Am Samstag ist das letzte Spiel der Baskets, das letzte Heimspiel in diesem Jahr. Gegner sind die Cool Sharks aus Würzburg. Heute haben wir keine Spielerin bei uns im Interview, sondern meinen Co-Trainer Chris Baum. Herzlich willkommen. Hallo Michael. Hallo Chris. Ja, du bist schon einige Jahre jetzt beim USC. Erzähl uns mal so deine Karriere als Trainer. Also ich komme ursprünglich aus Gelsenkirchen und bin da ein bisschen zum Basketball gekommen, habe damals bei den Elephants Gelsenkirchen angefangen zu spielen, war aber noch gar kein Trainer. Dann bin ich damals nach Heidelberg gekommen, um zu studieren, und da habe ich Kieran Festball getroffen. Der hat mich gleich erfahren, dass ich Basketballer bin, und hat gleich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, vorbeizuschauen. Und das habe ich dann auch relativ bald gemacht und bin dann direkt hängen geblieben bei den Mädels, damals in der U13 noch, mit dem 2000er Jahrgang. Dann habe ich einige Jahre in der Jugend als Trainer gearbeitet, immer mit Kieran zusammen. Das heißt U13, U15, dann noch ein Jahr U13. Habe gleichzeitig im Bezirk angefangen, als Trainer zu arbeiten. Das mache ich auch jetzt noch, das bleibt so. Dann vor 3,5 Jahren etwa hat mich Dennis dann gefragt, ob ich Lust hätte, hier bei den Baskets mit einzusteigen als Co-Trainer. Gleichzeitig habe ich dann die Regionalliga damals als Headcoach übernommen, und die 2 Jahre lang habe ich beides parallel gemacht. Dann habe ich ein Jahr noch die U16 trainiert, um weiter in der Jugend dabei zu sein. Und dieses Jahr das erste Jahr, in dem ich mich voll auf die Baskets konzentriere und fokussiere. Jetzt bin ich hier. Deine Hauptaufgabe ist dann Videoanalyse. Erzähl mal so ein bisschen darüber, wie das aussieht, wie ihr die Mannschaft da vorbereitet. Also es ist in der Regel so, dass ich mich hinsetze am Anfang der Woche. Es gibt ein Videoportal, in dem alle Mannschaften ihre Spiele hochladen müssen. Und dann fange ich an, mir die anzuschauen, so 2 bis 3 Spiele in der Regel. Und schaue dann an, okay, was ist der Stil der gegnerischen Mannschaft, was laufen die für Setplays, was haben die für Besonderheiten in ihrem Spiel. Gleichzeitig gucke ich, wie sieht es denn aus mit deren einzelnen Spielerinnen, was für Tendenzen haben die, was können wir dagegen machen in unserem System, was wir da haben, was wir aufgebaut haben. Und genau, dann schreibe ich einen Scouting Report, den sich die Spielerinnen dann durchlesen können, schneide gleichzeitig Videos zusammen, das heißt themenzentrierte Videos schneide ich zusammen, und die werden dann dienstags oder mittwochs mittlerweile den Mädels vorgestellt. Ich halte einen kurzen Vortrag und dann wissen wir Bescheid, wie der nächste Gegner so aussieht. Ja, nächste Gegner, Samstag, Würzburg. Was habt ihr für Erkenntnisse über die Mannschaft? Ja, Würzburg ist wirklich ein starkes Team, also es wird eine ganz andere Art von Spiel als unsere letzten Spiele. Es ist eine Mannschaft, die sehr defensiv geprägt spielt, also da sehr, sehr stark, mit sehr, sehr viel Intensität, versucht Fullcourt uns anzugehen, versucht da wirklich viel Druck zu machen, jedes Mal ja mit Doppeln arbeiten, ist auch sehr variabel, das heißt, ich kann auch Zonenverteidigung mal mit einbauen, Mann-Mann-Verteidigung. Da sind sie wirklich super stark, haben auch gleichzeitig gute Einzelspielerinnen, die halt versuchen, aus diesem Druck heraus Fastbreaks zu laufen, oder in ihren Setplays, ja, mit Jessica Schiffer zum Beispiel, haben sie eine sehr, sehr starke Werferin, versuchen die dann möglichst viel einzusetzen. Von daher, ich glaube, es wird eine starke Herausforderung für uns auf jeden Fall. Also zu erwarten, dass es ein engeres Spiel eben auch wird, dass man die nicht mal so eben vorbeigehen schickt. Also wir müssen auf jeden Fall alles geben. Die Mädels müssen richtig zeigen, was sie können. Einfach wird es definitiv nicht. Es wird ein spannendes Spiel, von daher kommt vorbei und schaut euch das Spiel an. Die Baskets sind Tabellenführer, 7 Spiele, 7 Siege. Du hast ja letztes Jahr die Saison der ersten Bundesliga auch mitgemacht. Ja, abgesehen vom Niveau, was ist anders in der Trainingsarbeit, in der Videoanalyse auf? Beschreib mal so die Unterschiede, erste, zweite Liga. Also so groß ist der Unterschied gar nicht. Also sowohl was das Training angeht, wir haben ja versucht, vor allem die Trainingseinheiten auch gleich zu lassen. Das heißt, die morgens Trainingseinheiten dazu, die abends Trainingseinheiten dazu. Für mich persönlich hat sich ein bisschen was geändert, weil mein Fokus halt jetzt komplett auf den Baskets liegt. Das heißt, ich bin noch wesentlich häufiger dabei bei den Baskets, kann noch ein bisschen mehr Input von meiner Seite aus geben. Aber ansonsten hat sich trainingsmäßig wenig geändert. Auch die Intensität ist noch wirklich verdammt hoch. Ja, also das muss man einfach sagen, da geben die Mädels richtig Gas, und es ist super wichtig für uns als Mannschaft, dass wir das hinkriegen. Auch wenn die Gegner nicht mehr ganz auf dem Niveau sind, trotzdem eben mit voller Karacho in das Training zu gehen und dafür zu versuchen, eben sich selbst zu verbessern. Was die Videoanalyse angeht, hat sich auch für mich wiederum nicht so viel geändert. Man muss natürlich sagen, okay, die erste Liga ist taktisch ein bisschen variabler, oder viele Teams sind, als das in der zweiten Liga der Fall ist. Aber dennoch gehe ich da auch mit der gleichen Energie ran und versuche trotzdem, die einzelnen Dinge genau herauszupicken, die die anderen Teams machen, weil es da auch immer wieder Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Teams, und dementsprechend. Mein Job hat sich nicht viel geändert. Okay, super. Das Donnerstagstraining ist gerade beendet. Was sind die neuesten Erkenntnisse? Sind alle gesund für Samstag? So wie es aussieht, sind wieder alle am Start, außer Elea, die leider immer noch verletzt ist.
ansonsten sind alle da. Und mir ist noch ein bisschen, man muss noch ein bisschen wieder reinfinden. Die hatten eine etwas längere Pause, aber ich bin davon überzeugt, dass ihr das bis Samstag schafft. Das heißt, wir können mit allen Mädels antreten und am Samstag richtig gute Spiele abfangen. Gut, liebe Freunde der Baskets, letzte Chance 2018, letztes Heimspiel gegen Würzburg. Danach beginnt die Rückrunde auch gleich in Würzburg. Das ist ein etwas kurioser Spielplan, aber der hat eine andere Reihenfolge als die Vorrunde. Chris, vielen Dank fürs Interview. Alles Gute für Samstag. Das war's für heute aus Heidelberg. Und tschüss. Tschüss.